Schweizer, willkommen in der Schweizer Bastelbude. Heute, wie bemale ich Gin Erso? In der Verpackung befinden sich die Bauanleitungen sowie die Einheitskarten, Token sowie die Miniatur. Die Miniatur ist sehr detailreich und sehr hochwertig produziert. Der Zusammenbau ist recht einfach. Man muss dazu sagen, wie bei alle Miniaturen von Star Wars Legion, es hebt keinen Kunststoffkleber. Man muss es wirklich mit Sekundenkleb machen. Das ist ein kleiner Nachteil, aber letztendlich kein Hinderungsgrund. Primer 602 Schwarz sowie der Flow Embrower von Vallejo. Der ist natürlich wieder stark verdünnt, die Grundierung, und wird natürlich in Schichten aufgebracht, so dass man ein schönes Sprühbild hat. 119 Weißgrau von Model R, auch vom Hause Vallejo. Das benutze ich die letzte Zeit immer, für die Schattierung aufzubringen. $8,90 von Model Color, da wird jetzt das T-Shirt bemalt. Für jede Grundfarbe benutze ich dann auch jeweils einen Sprutz Weiß, auch vom Model Air Color, um einfach zwei Farben zu haben, heller und dunkel, um einfach die Schattierungen gleich mit zu bemalen. Durch die 119 Weiß-Grau hilft mir das natürlich, das auch zu sehen, wo es Schatten, wo es Licht. Und so arbeite ich mich dann immer vor. Hell auf die weiße Flächen, dunkel auf die dunkle Flächen. $8,26, das ist German Brown, da mache ich jetzt die Jacke. Auch dort mische ich diese Braun ab, dass ich zwei Farben habe für die Schattierungen. Ich benutze einen Kunsthaarpinsel 03 von Da Vinci. Und ab und zu passiert es eben, dass das Patafix an meinem Korken einfach nicht hebt. Bei der Figur war irgendwie der Teufel drin. $8,89, da geht es dann schon weiter mit der Hose. Auch mit diesem Farbton wird wieder zwei Farben gemischt, so dass wir das mit den Schattierungen bemalen können. Gefällt euch dieses Video, dann gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar und abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und verpasst ihr keinen Content der Schweizer Bastelbude. $8,71 Lederbraun. Damit machen wir die Schuhe und alles, was mit Leder zu tun hat. Wieder muss ich sagen, die Miniatur ist qualitativ
sehr, sehr hochwertig. Detailgrad ist wirklich super. Also, die hauen da wirklich eine gute oder super Miniatur raus. Das ist nach dem anderen. Also, es ist unglaublich. Ich hatte jetzt bis jetzt wirklich noch keine einzige Miniatur, wo ich sagen muss: Hey Leute, da ist echt nicht schlecht. $8,94. Ja, damit machen wir den Schal. Ich habe mich so entschieden, den Schal so anzubauen. Der ist, ja, falsch ist er eigentlich nicht, aber er sieht anders aus, sagen wir es mal so, als wie auf dem Bauplan. Aber mir gefällt es richtig gut, dass da ein bisschen was in der Luft hängt oder sowas. Tut ein bisschen die Dynamik von ihr, wie sie ausholt, ein bisschen verstärken. Ich finde auch die Pose, wie sie als Miniatur dargestellt wird, sehr gut. Sehr gut umgesetzt. Kiesle Flash von Citadel für die Haut- und Gesichtsfarbe. Ja, sie trägt auch Handschuhe und in den Handschuhen, ja, da sieht man ein bisschen Haut. Deswegen sollte man jetzt die Gesichtsfarbe und die Hautfarbe aufbringen. Ja, weil später, wenn man dann die Handschuhe bemalt, dann kommt man nicht sauber in diese Lücke rein. $8,25. Damit wird jetzt die Haarfarbe bemalt. Diese ist ein bisschen heller, diese dunkelt natürlich nach, diese wird runtergefiltert, sage ich jetzt mal, durch späteres Wash. Bei der Vorbereitung für die Miniatur mache ich ja bei alle Referenzbilder. Die drucke ich mir aus, lege sie mir zum Arbeitsplatz hin, lege dann die Farben fest. So gehe ich natürlich vor, bei eigentlich bei allen Sachen, was ich mache. Ja, ich finde, die Haarfarbe trifft es nachher ganz zum Schluss. 59 Schwarz und 9,95 German Grey. Das ist so 50 zu 50 Mischung. Die nutze ich gerne für Waffen und für dunkle Sachen. Also ich nehme nicht mehr rein Schwarz. Das muss man mal ganz klar dazu sagen. Da mache ich viel mit dieser Mischung. Ich finde, die ist richtig gut. $7,03 Dark Aluminium von Metal Collar, auch von Vallejo. Da mache ich jetzt einzelne Teile von ihrem Schlagstock, sowie die Vorderseite ihrer Pistole. $5,14 Dark Brown Wash von Vallejo. Damit fahre ich jetzt die komplette Figur ab. Wie schon vorher angesprochen, bevor ich so Aufnahmen mache oder so Miniatur anfange zu bearbeiten, gehört natürlich auch ein bisschen Recherchearbeit dazu. Das mache ich natürlich grundsätzlich, weil ich möchte nicht einfach bloß draufhalten und malen und irgendeine Farbe raussuchen. Nee, ich habe gern alles vorbereitet. Macht es natürlich vieles einfacher. Jetzt auch beim Schnitt oder auch ja, am Maltisch, wenn man dann dabei ist und draufhält. Nachdem das Wash gut durchgetrocknet hat, dann geht es weiter mit den Highlights. Ich habe angefangen mit dem Gesicht, um einfach die Nuancen herauszuarbeiten, die hellere Oberfläche, also die Oberseite vom Gesicht einfach ein bisschen aufzuhellen. Die Figur wäre jetzt eigentlich spielbereit, bis auf das Lackieren mit dem Klarlack,
ganz klar. Aber ich sag mir einfach, ich möchte auf diese Miniaturen noch Highlights haben. Und diese Highlights werden jetzt natürlich noch mal auf die komplette Miniatur übertragen. Das heißt also, die Grundfarben, was wir vorher basic aufgebracht haben, werden jetzt nochmal die Erhöhungen, die obere Kanten nochmal nachgefahren, so dass das Wash schön in der Vertiefung drin sind und die Oberkanten werden jetzt nochmal nachgefahren. Und somit generiert man eigentlich das Highlight und das macht es nachher aus. Und letztendlich die Faustregel, einen Meter weg von dir auf der Spielfläche und dann muss die Miniatur klasse ausschauen, dann hat man das Ziel erreicht. Gefällt euch dieses Video? Dann gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke und verpasst ihr keinen Content der Schweizer Bastelbude. Neun-achtzehn Inwari, da kommen wir jetzt auch schon zum Trockenbürsten. Wichtig dabei ist natürlich, dass man hier mit Bedacht und vorsichtig an das Trockenbürsten geht. Man hat ja die Highlights, will man ja nicht wegwischen damit. Ja, einfach ganz easy. Weniger ist manchmal mehr. Basegestaltung. Wie immer nehme ich meinen noch Graskleber, bestreue diesen, die Base, und bestreue dann anschließend mit meinem Plattengemisch, Gras-Sand-Gemisch, was ich habe für meine Spielplatte. Und ja, bestreue und dann kommt der Tufts drauf und dann ist fertig. Danke fürs Zusehen. In diesem Sinn, gebt euch Sorg, bleibt's gesund. Kluan, eure Schweizer Bastelbude, Esther und Thomas.